Molotow Party. Wir haben gelernt, einen Bolt Ace zu stellen. Ich nehme an, das hier ist ein Bolt Ace. Und wir können ihn jetzt stellen. Und er hat keine Blinker. So. Wir müssen auf jeden Fall wieder rüber über die Brücke. Jetzt Penner, du spinnst wohl. So, wir haben jetzt keine Fahrgäste, das heißt, wir können auch richtig schön auf die Tube drücken hier. Und dann lassen wir es uns mal gut gehen. Und die Autos fahren sich jetzt nicht so besonders, möchte man jetzt mal sagen. Sehr cool, ne? Es ist, jetzt ist alles leise, aber die Stimmen, die brüllen immer. Merkwürdig. Die Sprache lasse ich einfach mal. Das ist jetzt zu laut. Das ist zu laut. Oh, ein gesundes Mittelmaß finde ich. Ja, ich denke, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Gut, dankeschön. So, also die Polizei ist also praktisch auf unserer Seite, solange wir es nicht übertreiben. Das klingt doch sehr, sehr vernünftig. Wir fahren natürlich durch den Tunnel. Hier oben kommen wir nämlich noch nicht lang. Nach Chinatown. Schnell wir fahren können. Oh, ein Feuerwehrauto. Es. Ein Schwung holen, der geht nämlich berghoch. Oh, Bruder. Mal ist da hier vorne wieder über die Brücke. Die Strecke werden wir wohl noch ein paar Mal fahren. Immer wenn wir von Salerik kommen, woanders hin müssen eigentlich. Ja, unser lieber Kollege hat gar nichts zu erzählen. Ich weiß gar nicht, ob die auch im Auto reden, so wie bei GTA. Das werden wir ja merken. Das werden wir merken. Und also wir merken werden, wenn wir endlich mal ein Auto haben, was hier die Brücke hoch immer noch beschleunigt. Aber das dauert doch. Die sind nämlich alle nicht besonders schnell. Und auf die Eisen. Ich glaube, wir fahren gleich nochmal. Ach so, ich habe vergessen. Mit der Maus kann ich die freie Steuerung aktivieren, aber wie steigen wir aus? Das war jetzt nicht so toll, ne? Ja. Könnte man sich ja doch umsehen. Gruppegrenzer, Handbremse. Den Händen. Sonst hast du das rechte Maustaste oder U. Ach, wir dürfen das Auto also wechseln. Guten Tag. Das kann ich noch. Aber wie stehle ich ein Auto? Das kann ich noch.
So, das kann ich noch nicht, sagt er. Weißt du, ich muss jetzt so eine Möhre finden. Hier wieder hinstellen? Nee, ne? Ja. Das ist noch so einer. Was soll das? Aufhören! Ja, tut mir leid. Wir hatten einen kleinen Unfall. Warum kann ich jetzt nicht mehr mit den Pfeiltasten fahren? Haben wir die Steuerung geändert? Ah, ich hab doch gar nicht. Hä? Wer ist das, die Sekundärsteuerung? So? Kann man ja ein. Rückwärts. So. Ja, dann lass mal. Lass mich bitte weg. Mal gucken. Genau. Ah, so war das. Rechts und einmal links. Aber wir haben eh keine Wards. Dachte ich, wir schaffen es vielleicht wegen der Zeit nicht. Mensch. Da fahren die mir alle im Weg rum. Verstehen die. Okay, wir sind da. Geh nicht vorne rein. Such dir einen anderen Weg. Ich halte die Wache leise aus. Das ist unauffällig. Erst die Autos zu Klump und spar dir das Feuerwerk bis zum Schluss. Könnte was Nettes in dem Schuppen sein. Sieh doch mal nach. Viel Glück, Kumpel. Danke. Ich bin gleich zurück. Oh, oder wir waren vielleicht. Doch vorne. Und den so hinstellen, dass wir auch abhauen können. War so mein Gedanke. Oder doch der Baseballschläger. Weiß gar nicht, ob. Leere Hände. Das ist jetzt so den Ende. Ja, da komme ich scheinbar gar nicht rein. Hier ist Morellos Bar. Geht eigentlich schnell, Speicher? Oh, nee, ne? Gute. Was? Ich jetzt lade. So, dass er. Okay, wir sind da. Geh nicht vorne rein. Such dir einen anderen Weg. Schalte die Wache leise aus. Das speichert relativ oft. Lad erst die Autos zu Klump und spar dir das Feuerwerk bis zum Schluss. Könnte was Nettes in dem Schuppen sein. Sieh doch mal nach. Viel Glück, Kumpel. Danke. Ich bin gleich zurück. Ja, bin gleich wieder da. Aber ich muss doch. Hä? Nee, ich will da heimlich rein. Ich weiß, dass es geht. Ich weiß noch nicht mal wie. Okay, wir sind da. Mann. Geh nicht vorne rein. Such dir einen anderen Weg. Schalte die Wache leise aus. Das ist unauffällig. Lad erst die Autos zu Klump und spar dir das Feuerwerk bis zum Schluss. Könnte was Nettes in dem Schuppen sein. Sieh doch mal nach. Viel Glück, Kumpel. Achso, ah, ich muss die Tür öffnen. Guten Tag. Guten Tag. Echt jetzt? Wenn sich das ganze Spiel so zieht, ne? Geh nicht vorne rein.
Dann wären das geschätzte 7000 Folgen. Das kann ich mal. Das ist die erste Mission für Salary. Alter! Das ist nicht wahr. Ich war immer weg hier. Ah, okay. Wir können hier, glaube ich, in die Kisten und so auch Zeug finden. In der scheinbar nicht. Aber was in solchen Kisten? Und wo kann man Zeug finden? Musik hier. Wir müssen mal probieren, ob wir hier irgendwo Zeug finden oder. Was meint er denn, was wir hier finden können? Oh. So, wir räumen mal ein bisschen auf. Irgendwo anders dagegen. Ich glaube, überall wird ein bisschen Schaden machen. Dann kommen die netten Herren, glaube ich, von alleine raus. Kiste kann man nicht hochheben. Bloß an den Schaden machen. Heißt das, ich kann den fahren? Den kann ich fahren. Mein Gott, Vorsicht! Ja, geh mal auf den Weg. So nicht, dass ich hier beschäftigt bin, während du durch mein Auto läufst. Wo will er hin? Ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht gleich die Mission, weil er ja abhaut. So, wir demolieren hier mal gemütlich die Karren. Das reicht. Das was auszahlen? Nein, nicht wirklich. Also einfach schön stupide immer drauf auf die Möhre. Immer schön drauf. So, einer noch. Bank zerstört. Aber das geht ja schön schnell, ja. So, oder er fährt jetzt das andere Auto nach Hause, weil wir halt den schon geholt hatten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir... Die Tür ist auf jeden Fall blockiert. Was? Mein Gott, was ist denn passiert? Keine falsche Bewegung! Und nun nachher, lieber Herr Polizist. Oh nein! Oh, und alle nochmal. Das ist ja nicht wahr. Wie lange kann man denn für die erste Mission brauchen? Was Nettes in dem Schuppen sein. Sieh doch mal nach. Viel Glück, Kumpel. Danke. Es tut mir leid.
Ich glaube, die Folgen waren ganz schön lang. Probier es mal, ich hinrennen darf. So, Kiste muss hier davor. Mir juckt's Ohr. Jucke. Ganz selten normal. Wärmezeit. Das Schlimme ist eigentlich, dass ich, bevor ich das angefangen habe aufzunehmen, wollte ich eigentlich GTA 1, also GTA aufnehmen. Aber das läuft einfach nicht, ey. Ich werde mal schauen, entweder werde ich über eine DOS-Box spielen. Oder über eine. Mit einer virtuellen Maschine und Windows XP. Da werde ich sehen, wie ich es am dürfsten mache. Ich will es auf jeden Fall spielen. Nur mal schauen. Ich hab die Waffe gar nicht. Lass mich bitte leben. Wieso? Alle herkommen. Lass mich bitte leben. Aha. Ich könnte mal irgendwie nachladen. Hier ist natürlich noch blockiert. Irgendwas, da gab es doch bloß das Auto. Ja, wir nehmen zum Beispiel die Hände. So. Ich würde sagen, das ist genug Rache für unser Taxi. Ja, ja, ich gehe doch schon. So. Ich würde sagen, wir haben uns gerecht für den kleinen Angriff auf uns. Vielleicht ein bisschen übertrieben die Reaktion, aber pf, ja, was soll's. Ja. Alter, welcher Idiot hat denn da geparkt? Ist ja übel. Das riecht übel. So, wenn wir das Auto jetzt zurückbringen, dann kann man das nämlich gleich und können das auch immer auswählen, glaube ich. Ich glaube, wir können vor der Mission einfach sagen, welches Auto wir möchten. Muss die Minimap ein klein bisschen im Auge behalten, falls er irgendwo ein Polizist kommt. Ah, nein, Feind gleich verhaften. Wir waren zu schnell, viel zu schnell. Und das Entkommen war hier, glaube ich, nicht so einfach. Jetzt hängt er gerade glücklicherweise an der Laterne fest.
wenn ich mich recht entsinne, ist dann sofort unser Nummernschild zur Fahndung ausgeschrieben. Ich penne auch noch. Das nachfolgende Programm verschiebt sich um 700 Stunden, wenn das so weitergeht. Waren die auch hier drüber? Ja, die waren. Also jetzt können wir sich gleich loswerden hier. Nee. Oh, da kommt schon der nächste. Er hat uns irgendwie ignoriert. Ja, jetzt schnell. Da kommt der nächste. Alle Polizisten und alle mit. Jetzt sucht uns jeder. Das dauert ewig. Guck mal, da bewegt sich gar nicht der Balken. Nein. Hallo? Nein. Mafia ist abgeschmiert. Ich hoffe, das wird nicht zur Gewohnheit. Das könnte nämlich durchaus ein Problem sein. Sehen? Dann. Sollen wir das alles normal machen? Oh Mann. Okay, wir sind da. Geh nicht vorne rein. Such dir einen anderen Weg. Halte die Wache leise aus. Das ist unauffällig. Lade erst die Autos zu Klump und spare dir das Feuerwerk bis zum Schluss. Könnte was Nettes in dem Schuppen sein. Sieh doch mal nach. Viel Glück, Kumpel. Danke. Ich bin. Ach, im schon. Schuppen. Der meint wirklich den Schuppen. Ich dachte, der meint den ganzen Laden. Was? Ups. Ich glaube, das ist auch kaputt. Aber wir sind die Polizei los. Wenn er uns nicht gleich wieder mit Waffe sieht. Wenn er sucht uns. Der scheint noch nicht komplett Schrott zu sein hier. Wenn uns der Polizist ja nicht gleich zum Zeiger geht. Das ist die fucking erste Mission. Also. Fahren jetzt mit Tempomat. Ich hab die Schnauze voll. Das ist doch nicht wahr, ey. Unglaublich. Ja, die Steuerung zu gewinnen wird auch einen kleinen Moment dauern. Alter, wer parkt denn dort immer? Unglaublich. Was kann ich mir alles erzählen sollen? Das ist einfach immer noch die fucking erste Mission. Und das Spiel wird noch so viel schwerer.
Das ist ein Witz hier. Oh Mann. Dann kann ich ja froh sein, dass ich noch knapp 12 Terabyte ein Speicher habe. Und das kann sich ja, wie gesagt, noch eine Weile ziehen hier. War nicht überrollt, ich habe keinen Bock, dass uns wieder Bulle auf den Pisser geht. Oh, da vorne fährt schon wieder ein Polizist. Hier, wo die alle herkommen. Da Blödsinn soll. Ich würde jetzt gerne probieren, ob ich hier langfahren darf. Und könnt ihr jetzt meinen, ich will die erste Mission nicht schaffen? Nicht die Kiste berühren? Ja. Welche werden wir auch noch oft nehmen? So, ihm muss ich jetzt das Auto erstmal bringen. Aber wie kam der Polizist vor uns hier hinten rein? Unglaublich. Muss ich ihm das bringen? Alles klar. Ja, ist gar nicht da. Wir lassen einfach hier stehen. Seinen Namen vergessen. Aber er wird schon wissen, was er zu machen hat. Wir sollen vorne in die Bar. Wir können auch hinten rein, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, man konnte auch hier irgendwo rein. Jawohl. Wir kommen trotzdem von vorne, macht aber nichts. Hier sind wir wieder, Boss. Großartig. Setzt euch. Lief alles glatt? Klar, Boss. Tom ist ein Naturtalent. Bevor die überhaupt kapiert hatten, was los ist, war es vorbei. Und bevor die sich erholt hatten, waren wir weg. Bestimmt kocht Morello gerade vor Wut. Wirklich? Freut mich zu hören. Mit ihm ist nicht zu spaßen. In diesem Fall willkommen in der Familie, Tommy. Du hast den ersten Test bestanden. Ist mir eine Ehre, Sir. Und wir haben ein neues Mitglied. Ich hätte ihn gern in der Familie, Boss. Man sieht, dass er keine Angst hat. Und er hat sich geschickt angestellt. Du hast mich nicht enttäuscht, Tommy. Darauf trinken wir. Danke. Okay, neues Antwort. Bolt Ace wurde grün und Falconer blau. Jawoll. Reine Routine. Aber wir werden jetzt erstmal ein paar. Heute besuchen wir ein paar Läden, um Schutzgeld einzutreiben. Zwei Restaurants und ein Motel draußen vor der Stadt. Bill vom Motel war beim letzten Mal spät dran, weil er ein paar Probleme hatte. Also zahlt er heute ein bisschen mehr. Du hast bestimmt gehört, wie Kriminelle mit Hilfe von Drohungen aus Unternehmen Kapital schlagen. So etwas tun wir natürlich nicht. Die Leute, die uns bezahlen, erhalten Dienste, die ihnen die Polizei niemals bieten kann. Letzten Monat zum Beispiel lösten Sam und Pauly hier in einem gemütlichen Restaurant ein schweres Gewaltproblem. Der Eigentümer ist froh, dass dort etwas derartiges nicht wieder vorkommen wird. Du fährst. Pauly und Sam machen die Kollekte. Reine Routine. Sagt Ralph, er soll euch ein Auto geben und dann los. Okay, Boss. Und wir beide nehmen einen Drink. Was meinst du, Frank? Ich schätze eine Waffe mit Ralph reden und dann ein Schutzgeld ein. Jawohl, das kriegen wir hin. Boah, das sieht so aus. Ich liebe diesen Grafikstil einfach. Ohne Witz. Mit dir reden? Wir trinken nach der Sperrstunde einen zusammen. Ja. Fische darf ich auch nicht, gut. Wir reden später, Tommy, okay? Jupp, geht klar.
Du musst los, sonst wird der Don sauer. Oh, ja, hast recht. Das heißt, wir haben jetzt schon 3 Autos hier. Hm, den auch. Hey, Ralf. Hey, Ralfi. Die Jungs und ich haben einen Job zu erledigen. Hast du was Fahrbares? Hi, ich habe geprüft, was du mir letztes Mal gebracht hast. Ist ein guter Motor, Tom. Hat fast 60 PS und läuft über 75 Meilen Spitze. Er hat 4 Gänge und Bremsservos. Einfach wunderschön. Hab auch geprüft, wie man am besten einen klauen kann. Als Taxifahrer bin ich selbst so eingefahren. Ich weiß, wie man da reinkommt, Ralfi. Also, da habe ich noch einen kleinen Flitzer hier. Er hat ungefähr 40 PS und läuft fast 60 Meilen in der Stunde. Balkon zu spielen? Achso, ja, den wir als Taxi hatten. Ist nichts zum Angeben, aber läuft und man kommt leicht rein. Nimm einfach das kleine Baby hier und steck's da rein. Doch ein wenig denn rum und wenn's klickt, ist er auf. Okay, sieht ja ganz easy aus. Ist eine Kleinigkeit. Danke, Ralfi. Okay, ich denke mal, das kriegen wir hin, oder? Ist es geklickt? Es hat geklickt? Ja, denke mal, das schaffen wir. So, jetzt müssen wir noch zu Vincenzo. Eine Waffe holen. So. Hallo Vincenzo, mein hey, Freund. Hey Vincenzo, ich brauche ein Schießeisen. Hi Tom, denke das hier wird ausreichen, oder? Schätze ja. Ich wollte ihn sowieso nicht benutzen. Na. Sorry, Tom. Ich muss arbeiten. Was soll das? Was? Ich habe nichts gemacht. Ich kann eigentlich irgendwie nachladen. Spieler. Feuer, ja, war dummerweise F, ne? Hatte die Finger auf der falschen Taste. Spielen, Mausachse, also Mausbewegung einfach. So, und es soll Maus. Aus I, okay, das ist schon Waffe ab. Ach, dann L. Mal irgendwas auf R. Modus. Als erstmal nicht. Wir können echt nicht mehr links und rechts bewegen. Das ist doch eine Scheiße, ey. Was ist jetzt wieder? Ach Leute, wollen wir noch gucken, wie wir irgendwie zielen. Aufschütz-Modus auf die mittlere Maustaste. Okay, das geht mit der. Ein bisschen Muni für mich. Meine Kugeln weggeschmissen. Ich habe meine Kugeln. Es tut mir so leid für alle, die sich das angucken müssen. Ist heute nicht so mein Tag, ja? Bitte, wir müssen uns beeilen. Lass mich durch, danke. Mit Ralf reden. Dann wird das abbrechen können. Hey Ralfi, die Jungs und ich haben einen Job zu erledigen. Hast du nee. Hi, ich habe geprüft, was du mir letztes Mal gebracht hast. Ist ein
guter Motor, Tom. Hat fast 60 PS und läuft über 75 Mal. Ich habe das Gefühl, das hast du schon mal erzählt, lieber Ralf. Vier Gänge und Bremsservos. Einfach wunderschön. Hab auch geprüft, wie man am besten einen klauen kann. Als Taxifahrer bin ich selbst so einen gefahren. Ich weiß, wie man da reinkommt, Ralfie. Also, da habe ich noch einen kleinen Flitzer hier. Er hat ungefähr 40 PS und läuft fast 60 Meilen in der Stunde. Den Typ kenne ich nicht. Da komme ich jetzt noch nicht rein. Na komm, es ist zum Angeben, aber läuft und man kommt leicht rein. Nimm einfach das kleine Baby hier und steck's da rein. Doch ein wenig denn rum und wenn's klickt, ist er auf. Ist eine Kleinigkeit. Danke, Ralfi. So. Ja, wenn's klickt. Da hat's geklickt. Das ist eine Waffe. Mal wieder. Hallo. Hey, Vincenzo. Ich brauche ein Schießeisen. Jo, bitte, 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 bitte. Hi, Tom. Denke, das hier wird ausreichen, oder? Ich denke schon. Schätze ja. Ich wollte ihn sowieso nicht benutzen. Ja, da glaube ich noch nicht dran. Hände wieder leer. So, hier geht's raus. Und ja, wieder zumachen. Ja. Nicht, dass es zieht beim lieben Vincenzo und er krank wird oder so. Wir trinken mal was zusammen. Ich halte dich nicht auf, Tom. Okay. Ich nehme an, sobald ich das Auto nehme, geht's los. Ah, da kommt er doch. So. Also die Zweier. Was da? Reine Routine.